Kein Asyl für Zehntausende Afghanen. Das ist ganz klar unsere Aussage zur Wahl und deswegen Ihre Stimme am 26. September für die AfD. Wir wissen alle, was jetzt in Afghanistan passiert ist. Das ist einfach der Höhepunkt des Versagens der Regierungen, die wir über 20 Jahre hinweg hatten. Wir wissen, Rot-Grün hat den Einsatz am Hindukusch zu verantworten. Die Union hat ihn immer weiter geführt, bis jetzt eben 20 Jahre später, viele Milliarden Euro später und übrigens auch viele, viele Tote später, dieser Einsatz jämmerlich beendet wurde durch eine Wiederübernahme der Taliban. Im Prinzip das Gleiche, wie wenn man da nie reingegangen wäre. Und nun soll es also so sein, dass zahlreiche Afghanen aufgenommen werden sollen in Deutschland. Und wir sagen ganz klar, das wollen wir nicht. Ja, es gab gewisse Ortskräfte, die der Bundeswehr geholfen haben. Und nach Taliban-Glauben haben die sich mit dem Feind verbündet und werden gegebenenfalls gesteinigt. Das bedeutet, ja, wir haben für diejenigen, die uns direkt unterstützt haben, die direkt für die Bundeswehr gearbeitet haben, eine Verantwortung dafür, dass diese Menschen Afghanistan verlassen können. Soweit, so gut. Aber wir haben keine Verantwortung, sie in der Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen. Und diesen Unterschied machen wir als AfD. Was werden da schon wieder für Zahlen kolportiert? Baerbock will irgendwie 50.000 Afghanen aufnehmen. Maas ist sich nicht ganz sicher, wie viele. Da werden es bis zu 70.000, wo doch gerade mal wenige hunderte Ortskräfte tatsächlich für die Bundeswehr gearbeitet hatten. Aber da fängt man an zu fabulieren. Jetzt sollen auch Ortskräfte von NGOs unterstützt werden, Ortskräfte von irgendwelchen Wohlstandsvereinen oder was auch immer. Wir sagen ganz klar, wer für eine NGO gearbeitet hat, für einen Wohlfahrtsverband, für irgendwelche Vereine, der hat keinen Anspruch auf Asyl irgendwo. Der hat ganz einfach für eine Organisation gearbeitet, die es eine Zeit lang gab, um etwas Gutes für sein Land zu tun. Schön, soll er weiter in der neuen Regierung etwas Gutes für sein Land tun. Die einzigen, die sich potenziell in Gefahr gebracht haben, und das hängt auch davon ab, was sie für die Bundeswehr tatsächlich geleistet haben. Viele haben das auch nur fürs Geld geleistet, dürfen wir nie vergessen. Nie im Endeffekt für einen Aufbau ihres eigenen Landes. Das berichten ganz viele Korrespondenten oder Soldaten, die Zeit dort verbracht haben in Afghanistan. Wenn sie tatsächlich körperlich gefährdet sind und wenn sie das im Endeffekt auch beantragen, dann sollten wir als Deutschland tatsächlich auf diplomatischem Wege dafür sorgen, dass diese Menschen Afghanistan problemlos verlassen können und uns für eine Aufnahme in einem Nachbarland stark machen. Usbekistan, Pakistan zum Beispiel sind ja um die Ecke und können Menschen aufnehmen. Natürlich haben die gesagt, oh, wir haben aber kein großes Interesse an den afghanischen Flüchtlingen. Aber wir als Deutschland sollten niemals den Fehler machen, hier Menschen aufzunehmen. Es gab bereits die afghanische Pseudo-Flüchtlingswelle. Aber was haben wir denn von diesen afghanischen Flüchtlingen? Wir haben gar nichts. Wir haben Leute, die in unserem Sozialsystem hängen. Hartz IV, dort sind die Bezüge um 251%, glaube ich, gestiegen seit 2013 für Flüchtlinge, die eben aus diesen Hauptherkunftsstaaten gekommen sind. Die Menschen arbeiten zum großen Teil nicht, sie integrieren sich nicht, sie wollen hier ein afghanisches Leben führen, halt in Deutschland, aber das klappt nicht und dafür sind wir auch nicht da, sondern wir sind dafür da, dass wir den Menschen, die direkt Not empfinden, weil sie uns geholfen haben, dass wir da zumindest einen sicheren Weg aus dem Land mit verhandeln und mit absichern, aber dann sollen diese Menschen heimatnah untergebracht werden und dort Asyl suchen in den entsprechenden Nachbarländern. Das auch übrigens mit diplomatischer Unterstützung und gegebenenfalls ja finanzieller von Deutschland. Das ist unsere Verantwortung, aber nicht mehr. Keine weiteren afghanischen Flüchtlinge oder Asylanten nach Deutschland und die da sind, sollen zurück in ihr Heimatland oder heimatnah versorgt werden. Dafür steht die AfD. Wir wollen, dass die Menschen darüber entscheiden können, wer ihr Nachbar sein soll, dass die Deutschen darüber entscheiden können, wer im Endeffekt ihr Nachbar sein soll und ungebremste Migrantenströme, wie sie Angela Merkel angefangen hat, sollten endgültig der Vergangenheit angehören.